Wenn Sie einem echten Eisbären hautnah sein wollen oder mit dem Polarexpress durch eine frostig schöne Schneewelt sausen möchten, dann ist die Erfüllung dieses Wunsches nur eine kurze Schlitten- oder besser gesagt Autofahrt entfernt. Seit dem 3. Dezember lädt Karls Erlebnisdorf in Elztal bei Berlin auch dieses Jahr wieder zum Bestaunen der magisch glitzernden Eiswelt ein. Unser Thema ist dieses Jahr Helden der Kindheit, Kindheitserinnerung, also Spiele, Spielzeug. Und das wird eben hier in Eis gearbeitet. Also man kann sich in ein Auto setzen, in eine Kutsche setzen, also schöne Fotos machen. Es gibt auch eine Murmelbahn, also dann kann man sich zu einer kleinen Kugel machen und dann auf ein Eis herunterrutschen. Also wieder vieles Neues, eben, wo wir gespannt sind, wie es die Besucher eben annehmen. Farbiges Eis und Lichtspots machen die Illusion der frostigen Kindheitserinnerungen perfekt. Insgesamt 75 Figuren glitzern auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern für die Besucher um die Wette. Wir haben es jetzt hier zum zweiten Mal und das hat sich natürlich auch in der Welt herumgesprochen. Wir sind ja hier Europas größte Eisskulpturenausstellung und dann kommen natürlich die Nachfragen, wo die sehr guten Künstler natürlich auch zeigen wollen, was sie können. Weil alles, was wir hier sehen, sind Originale, gab es nie vorher. Die Künstler bewerben sich mit ihren Zeichnungen und können hier ihre neuen Eisskulpturen schaffen, die es nie vorher gab und nie wieder geben wird. 22 Künstler aus 12 Ländern zaubern die filigranen Kunstwerke aus mehr als 300 Tonnen Eis und 400 Tonnen Schnee. Als Werkzeuge dienen Kettensägen, Schleifmaschinen und kleine Spachtel. Am wichtigsten aber ist ein gutes Gespür für das eisige Arbeitsmaterial. Challenging Eis, ja. Gravity. Die Herausforderung bei der Arbeit mit Eis ist die Schwerkraft. Zum Beispiel muss ein auf dem Kopf stehendes Dreieck ausbalanciert sein, sonst zerbricht es sehr schnell. Deshalb wird das Eis gestützt, wie hier bei den Pferden hinter mir. So halten die Skulpturen ein ganzes Jahr lang. Oft arbeiten die Eiskünstler zwar im Team, allerdings getrennt voneinander. Aber von eisiger Stimmung keine Spur, denn das individuelle Arbeiten hat seinen Grund. Wenn ich einen Teil einer Skulptur mache und mein Partner den anderen, dann sieht es aus, als wären es zwei verschiedene Figuren. Deshalb ist immer eine Person für eine Skulptur verantwortlich. Denn würden mein Partner und ich gemeinsam an den Pferden arbeiten, dann sehen die Pferde am Ende total unterschiedlich aus. Als Highlight erwartet die Besucher außerdem eine ganz besondere Attraktion, eine bewegliche Eisfigur. Was genau, soll nicht verraten werden, nur so viel. Wir sagen immer, alles Schöne ist vergänglich, man kann nichts festhalten im Leben. Und das ist immer die Magie auch dieser Ausstellung. Wer sie nicht gesehen hat, hat sie verpasst. Also ein Erlebnis, was man auf jeden Fall sich ansehen sollte. Die zweite Eiswelt im Karls Erlebnisdorf ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 8,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro. Der Clou daran, das Ticket gilt als Dauerkarte. Besucher können die magische Eiskunst also so oft besuchen, wie sie möchten. Wenn das nicht cool ist.